Ich wollte eigentlich Scooter Badge, aber okay. Passiert. Und ganz ehrlich, Doro, ich glaube, das dauert gar nicht mehr so lange, wenn ich zumindest einmal normal durch bin. Also so vom Feeling her. Okay, das hier habe ich clear. Und wo soll ich jetzt hin? Da unten. Oh, ich kann einfach hier runterspringen. Dann quasi wieder zurück und dann links lang. Wie gesagt, ich werde es halt nicht auf dem Stream 100%. Ich weiß, dass ich erst 25 Sanduhren habe. Das weiß ich. Und dass es viel, viel mehr gibt. Aber es gibt halt auch viel, wo ich überhaupt noch nicht war. Also ich will im Grunde genommen auf dem Stream einfach nur einmal durch, durch jede Welt durch. Und dann privat werde ich mich hinsetzen und den ganzen anderen Kram einfach mal absuchen. Das ist doch eine Leiter. Warum kann ich diese Leiter nicht benutzen? Was? Oh shit, hätte ich das Ding gebraucht? Wait, what? Komme ich da jetzt überhaupt noch hoch? Ich glaube, ich bin fucked. Okay. Oh ja, hier ist ein Secret Path, Kappa. Ich glaube nicht, dass man hier sein sollte. Ja, komme ich jetzt noch irgendwie anders hoch, weil die... Willst du mich verarschen? Ich habe eben dreimal vor der Leiter gestanden. Da wolltest du die nicht benutzen. Und jetzt plötzlich? Piece of shit, ey. Was? Ach so, ich bin fast da, okay. Okay. Ich hatte das Spiel mal bei Germanisch gezeigt, aber es gibt einen Bug, den ich nicht hingekriegt habe. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel Bugs hat. Ich habe noch keine Speedruns davon gesehen, gar nichts. Das Ding ist halt, ich habe mich absichtlich ein bisschen von dem Spiel ferngehalten, weil ich habe es mir damals mitgebackt. Und dann hat es Ewigkeiten gedauert, bis da irgendwie News kam und überhaupt und irgendwas. What the shit ist das hier? Und deshalb habe ich mich immer ein bisschen ferngehalten von dem Game, weil die Beta war ja schon draußen und keine Ahnung. Und ich habe halt gesagt, ich will das nicht sehen. Ich will einfach das gesamte Spiel sehen. Und ja, deshalb komme ich jetzt dazu. Okay, da geht auch noch ein Pfad hoch. Wir gehen einfach mal. Ich habe so keine Ahnung. Cool. Und jetzt? Ich bin utterly verwirrt. Huh, okay. Anscheinend nicht hier lang, sondern da. Ach komm, Mann, natürlich ist hier Boden. Ach ja, wieder von vorne. Cool. Das ist auch überhaupt nicht verwirrend hier. Nö, Quatsch, überhaupt nicht. Das ist mir schon mal gesagt. Das ist mir auch schon aufgefallen.
So, so. Ich will quasi das da kaputt machen. Weißt du ungefähr, wie lange du noch brauchst? Ich weiß es nicht. Ich beeile. Ich weiß nicht, wie viel Content das Game noch hat. Hä? Okay, ich weiß nicht warum, aber ich finde diesen Part hier irre verwirrend. Was hat das gebracht, dass ich den Shit jetzt kaputt gemacht habe? Ich will nur durch. Ich will nur einmal durch. Ich will quasi nur bis zum Endboss dieser Welt und dann wechsle ich das Game. Achso, jetzt kann ich hier lang. Ah. Und ich vermute, das dauert nicht mehr so lang. Hoffentlich. Kommt halt drauf an, wie viel Dings, wie viele Sandhuhn insgesamt noch sind. Nach mindestens 24 Stunden. Ja, wer weiß. Ich wollte gleich mit Dory Forest spielen und wow, der Sound hier. Und wenn wir dann mit, weiß ich nicht, je nachdem, wie es dann danach aussieht. Maybe Subnautica? I don't know. Ich habe noch so viel zu spielen. Findet sich garantiert. Okay, einfach klingeln lassen. Streamst du das dann auch? Ich wollte eigentlich alles streamen, ja. Wirklich? Sneaky Stealth-Eier auf Doom. Ja, ist okay. Fick dich. Mein Gott, die Eier sind nervig. Hauptsache, es liegt dann hier Spiegelei-Rotze rum oder so. Wow! Gut. Oh, der hat eine coole Brille auf. Warum hat er eine Brille auf? Warum hat er so eine coole Brille auf? Look at this. Voll die Hipster-Brille, der Typ. Komm her, guck mich an. Ich will die Brille haben. Warum droppt er seine Brille nicht? Worst Game EU. Müssen wir auch nicht. Nee, ich habe ja gestern dir schon gesagt, dass ich Forest eigentlich ganz okay finde. Aber ich will jetzt auf jeden Fall erstmal Head in Time fertig machen. Dude, diese Eier sind so nervig. Was ist mit dem Heuballen hier? Muss ich das Ei den Heuballen kaputt machen lassen? Yep. Ich hasse euch. Gut damit. Wie komme ich da rein? Gar nicht. Ja, cool. Da geht's rüber. Da! Nein! Du fuck, scheiß Vieh, ey. Gibt ja nicht. Boah, die sind so. What the fuck? Die Viecher sind. Das gibt's nicht. Okay, Junge, jetzt gibt's Krieg hier. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist voll vorbei. Jahren. Ach ne, das ist mein Münze.
Okay, hier rauszufinden, wo du lang musst, ist actually gar nicht so einfach. Ja, da ist... Da hinten ist Dings. Ist mir auch... Hier bin ich doch gerade durch. Wait a second. Hier lang? Fick dich. What? Darüber vielleicht? Ich bin ein bisschen orientierungslos gerade. Nee, von hier bin ich gekommen. Wow, was bist du für ein fettes Hühnchen? Da sind Stacheln, da kann ich nicht hoch. Oh, hier geht's weiter. Ich dachte, ich habe den Hut geändert. Okay, also doch hier oben weiter? Nee, Quatsch. Andersrum. Hier lang. I see. Wait, das war auch nur wieder ein Secret? What the actual fuck? Wo geht's hier lang? Für das Secret brauchst du im Grunde genommen den Hut nicht mehr. Wait, war ein Versuch wert. Okay, es geht nicht da lang. Es geht nicht da oben lang. Wie kommt man darüber? Kann ich euch ansprechen? Da oben war ich noch nicht. Aber hier bin ich ja lang gelatscht. Hier war ja auch nichts. Hier bin ich rüber, dann hier raus. Hier ist eine Leiter, das erklärt's. Zum Timepiece oder ist das erstmal links lang? Was könnte denn links lang sein? Oh, wahrscheinlich gar nichts. Außer fucking Kamikaze-Eier. Ah, hier ist ein Horn. Braucht man das Horn, um an das Ding zu kommen? Anscheinend. Okay, also von hier einfach da runter. Bup, bup, bup. Easy. Okay. So viel zu dem Fall. Reden kann ich nicht. Das nächste Mal pustest du auch einfach das Horn, um ans Ding zu kommen. Okay. Das kann man überhaupt nicht zweideutig verstehen oder so. Kein bisschen. Okay. Als nächstes sollen wir zur Windmühle? Ich war doch schon bei der Windmühle. Wirklich? Gibt's bei der Windmühle mehr als ein Ding? Weiß das zufällig jemand, ob es bei der Windmühle mehr als ein Timepiece gibt? Weil das verwirrt mich gerade.
3 Pieces habe ich bisher. Und ich würde halt eher hier rüber gehen zu dem Ding. Also zu den, weil da war ich noch nicht bei der Glocke. Im Käfig war ich schon. Ja, Twilight Bell klingt doch super. Weil da drüben war ich schon, das ist Birdcage. Twilight Bell fehlt mir. Du brauchst die Maske dafür, nur mal so als Info. Was für eine Maske? Du meinst die, wo ich noch gefühlt 14 Jahren für brauche? Ich brauche die Maske zwingend, um dieses Level abzuschließen. Oh wow, das ist ja nervtötend. Damit kannst du die grünen Stricke bearbeiten. Ich dachte, das ist eine Timestop-Maske. Ich gucke zuerst mal, ob wir hier langkommen. Natürlich ist es das Power-Up, was ich überhaupt nicht mag. Ich finde dieses Dweller-Power-Up super nervtötend. Genau die Maske, die Fuchsmaske hier, die habe ich doch schon. Man kann beim Diven keine Masken benutzen. Danke Spiel, dass ich das jetzt mitgeteilt kriege. Ja, die habe ich ja schon. Die einzige, die mir ja anscheinend noch fehlt, ist... Boah, fuck you, Game. Ist, ja, also den einzigen Hut, den ich noch bekomme, ist ja der Time Stop. Da habe ich ja eben die... Warum mache ich das jedes... Wie kann ich mich an einem Objekt festhalten, was nicht mehr existiert? Dude. Kinda fucking annoying. Oh nein, geht doch. Das ist schön für die Twilight Bell. Ich hasse dieses Power-Up so sehr. Ich find's halt nicht... Was? Hä? Das ist super weird! What the shit? Also ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht, dass diese Maske quasi nur daraus besteht, oh guck mal, da sind Plattformen, die kannst du gerade nicht benutzen, aber wenn du jetzt diese Maske benutzt, kannst du sie benutzen. Das war halt weird. Warum sieht die innen so merkwürdig aus? Okay, was kommt jetzt noch? Weil normal ist das ja nicht. Well, muss wohl Fruchtzwerge essen. Oh shit. Das ist definitiv Twilight. Das ist ja interessant. Okay, und was ist rot? Okay, rot existiert nie. Ich verstehe. Kann man die irgendwie ausmachen? Nee, natürlich nicht. Warum sollte es ein schwules Glühwürmchen sein, das mich versucht zu beißen?
die Musik, Mann. Da brauche ich einen Schlüssel für, habe ich gerade gesehen. Wartet. Fick dich. Hallo! Danke. Kannst du mal bitte wieder aufhören? Werden die dich immer wieder kleiner und hören auf? Oh, okay, an- oder ausschalten. Weil da brauche ich einen Schlüssel. Links oder rechts, Chat? Links oder rechts? Edward aus Twilight, nie gesehen. Ich habe Twilight gesehen, aber ich bin auch der Meinung, dass der Typ mit Bella später ein Kind hat. Von daher wage ich zu bezweifeln, dass der schwul ist. Ich möchte zumindest nicht, wie das funktioniert. Schlüssel. Horn. Ach du Scheiße, wirklich noch mehr? Okay. Wo ist das? Wo ist das jetzt gewesen? Alter, ich will doch nur einen Schlüssel. Da ist das Piece. Da hinten habe ich aufgemacht. Wofür brauche ich den Schlüssel? Überhaupt gar keinen Sinn. Adoption. Ah, natürlich. Das ergibt natürlich Sinn. So, ich bin von hier gekommen. Dann gehen wir halt mal den anderen Weg. Mal gucken, was der sagt. Oh, cool. Ja, cool. Okay, wenigstens fange ich wieder hier an. Cooler Shit. Da sind irgendwelche... Hier drunter ist irgendwas? Und wie komme ich jetzt wieder hoch? Oh, hier rüber. Ich verstehe. Okay. Habe ich das doch gesehen? Richtig gesehen, dass da irgendwas drunter war. Okay, was macht ihr? Okay, war jetzt nicht so schwer. Ich frage mich immer noch, wofür ich den Schlüssel brauche. Oh. Schlüssel. Wo wollen wir mit dem Schlüssel nochmal wieder hin zurück? Nach da unten, richtig. Also quasi. Hierhin. Okay, das ist cool. Und jetzt? Okay, jetzt wird's puzzlig. Fuck the shit. Da ist noch ein Schlüssel. Wie komme ich an den dran? Nicht so. So, okay. Warte, ich muss das Ding wieder ausmachen.
Jetzt kommt nur die elegante Frage, wofür der Schlüssel? Für das Jahr. Okay. Alles klar. Gut. Das heißt, hier beeilen wir uns jetzt mit der Maske. Mit der Maske sage ich schon, mit dem Kopf, damit wir da hochkommen. Hier das hier machen können. Um das Jahr einzusammeln. Wenn ich jetzt allerdings wieder zurückfliege, müsste ich doch vor die Wand fliegen, oder? Nein, da haben sie mitgedacht. Ja, cool. Okay, jetzt will ich aber wieder hoch. Das heißt, ich benutze das hier einfach als Sprungbrett. So, Schlüssel. Ach du Scheiße. Okay. Der Moment, in dem du zweimal nachdenken musst, was gerade solide ist und was nicht. Holy shit. So, sind wir dann jetzt bald hier beim Timepiece? Muss ja fast schon. Hä? Ach so. Alles klar. So, damit haben wir das Timepiece auch. Okay. Ich weiß nicht. Oh shit, das ist Dark Magic. Dahin. Ich habe keine Ahnung wie. Das Blaue, okay. Nein, das ist Dark Magic. Dark Magic ist immer lila. Hallo, das weiß man doch. Ist doch Allgemeinbildung. Jetzt ist die Frage, rechts oder linker Weg? Ich würde fast sagen, rechter Weg. Ach, das ist auf jedem Ding ist so eins. Ja, dann probier mal links. Links war richtig. Dann hat die Welt hier ja echt 8 Timepieces. Holy shit. Gewitter! Manchmal ist es einfach nur weird. Okay. Die sind jetzt vollkommen piss, die Typen. Kleinen Moment. Wo muss ich lang?
da lang. Hätte ich doch links gemusst? Ja, ich hätte links gemusst. Verdammte Kacke. Das ist leider nicht so eindeutig, wo man hin muss, ne? Dann gehen wir da mal nach rechts. War rechts jetzt im Ort richtig? Wie komme ich hier wieder hoch? Ach komm, leck mich. Hier ist eine Leiter. Das ist definitiv der andere Weg. What? Ich bin so verwirrt. Das ist super verwirrend. Also hier anscheinend doch links lang. Hm. Und dann da hoch. Keine Ahnung wie. Oder wo. Oder warum. Weil hinten zur Windmühle muss ich definitiv nicht. Hör auf, pushy zu sein. Sei lieb. Okay. Okay, nice. Weil da geht's zur Windmühle, da will ich aber gar nicht hin. Ich möchte ja... Oder ist hier auch noch irgendwas? Ne, da hinten bei der Windmühle ist keins. Toll, dass ich nicht rüber gucken kann. Ja, geil. Das erklärt's. Wir spielen also Gärtner. Keep out. Was? Wow, wow, wow. Minus eine Pflanze. Oh, du musst jetzt echt in einem Level alle Pflanzen machen? Holy shit, das ist ein super langes Level. Das ist ja crazy lang. Okay, ich kann aber einfach hier runterspringen, oder? War hinter dir nicht auch eine? Nee, hier müsste keine mehr sein. Da drüben ist eine. Da ist keine mehr. Also auf dem Pfad hier sehe ich gar... Da hinten ist noch eine. Ja, aber ich glaube, die liegt auch auf einem anderen Pfad. Noch da. Ja, die ist drüben beim Vogelkäfig. Okay, es gibt pro Ding, wo ich war, eine Pflanze. Das heißt, ich muss jetzt runter und muss quasi... Oh, wo ist runter? Dahin. Halt. Da.
gibt immer eine pro Fahrt. Also müsste es 4 Stück sein. Nee, nee, du hattest schon recht. Das sah so aus, als ob die hinter mir wäre, aber... Hinter mir ist ziemlich relativ, weil das Level so riesig ist. Dann kümmern wir uns doch zuerst mal um die hier auf der Seite. Ich meine, da ist noch eine. Was mache ich? Mir den Arsch rein. Da links. Okay. Ich glaube, ich habe meinen Speicherstand gekillt bei Daxwell. Ja, Gratulation. Memory Speicherstand Corruption in Early Access Games sind immer lustig. Links. Definitiv links. Ja. Mein Gott, so viel Gewitter. Stell dir doch mal bitte, weiß ich nicht. Schiff auf. Oh, ja, ist ja gut. Oh, da komme ich nicht mehr hoch. Fuck. Und jetzt? Cool. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Was? Okay, ich bin totally confused. Wie soll ich denn da sonst hinkommen, Spiel? Ist das Absicht? Ich kenne die Divine Divinity, ja. Spiel? Wie? Weil ich muss da hin. Ich muss da hoch. Aber wie? How the fucking hell? Soll ich das Feuer kaputt schlagen oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, ich laufe hier lang. Feuer schlägt ein. Kann man das Spiel durchspielen? So, nur mal als rhetorische Frage, weil ich komme da nicht anders hoch. Ja, ich soll da hin. Cool. Und wie? Wow, wirklich. Du Scheißspiel. Wie das Spiel wusste, dass ich dahin wollte. Gibt's ja nicht. Alter. Das macht mich ja gerade dezent. Oh mein Gott, ich darf den ganzen Shit hier nochmal machen.
bin ich gelandet. Hier, okay. Warum mache ich das überhaupt? Weil ich dumm bin, richtig? Okay. What the shit is this? Nee, Spiel, ich will nicht sehen. Alter Falter, nicht lustig. Jetzt komplett rüber auf die andere Seite. Ja, cool. Okay. Gib mir das Leben. Okay, ich muss wieder darüber. Döp. Döp. Tschö, döp. Okay. Oh. Definitiv ein bisschen länger das Ganze hier. Müssen wir dann jetzt hin? Drüben Richtung Lava. Richtung Lava. Lava, lava, lava. Da, 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 da. Ist das? Das Ding hier unten muss ja fast schon. Quasi der da. Links war der einfachere Weg, ne? Ich weiß nicht mehr, ob das richtig ist, so rum. Ja, ich kann das Ding hier nicht mehr benutzen. Okay, ich muss die andere Seite nehmen. Interesting. Ich muss quasi hier lang. Okay. Müsste aber auch die letzte Pflanze gewesen sein, oder? Ja, das müsste die letzte sein. Hopp, hopp.
darüber. Oder auch nicht. Ich bin so unsicher, wo ich gerade bin. Was? Wie komme ich darüber? Oh, von hier. Come on. Bisschen ideenlos, oder? Das ist nämlich immer derselbe Weg. So, tap, tap. Das müssten alle Blumen gewesen sein. Is it over? The air is clear again. Yep. And the goats seem to have come to their senses again. I don't really understand it, but I assume we have you to thank. Yep. We found this in a cluster of those flowers after they wilted again. You were pretty insistent on going after the others, so I guess it belongs to you? Thank you for helping us. Ich gehe mal davon aus, das war das letzte Timepiece dieser Welt. Here we go. What? The fuck is happening? Was willst du hier? Right, I'm in. I made it. I infiltrated that kid's spaceship without the alarms going off. Doch, der Alarm ging los. I bet she's collected a ton more timepieces than I have. Now, where does she keep them? In meiner linken Arschbacke. Oh, ich spiele sie? Mein Gott. Pff. Okay, der Roomba-Boy schmeißt mich einfach runter. Das ist ja nicht nett. Wie wär's hier drin? Jackpot! This must be where she stores them all. Time to mess with time a little. Wow. What the fuck is she doing? That's not good. 25. Oh, gut, dass ich die hab. Kann ich einfach das machen? Ah, fuck. Natürlich nicht. Okay, Finale habe ich fertig. Okay, viel mehr wollte ich hier gar nicht. Interessant. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück, wenn ich jemals wieder zurückfinde.
So. Meine Timepiece steht immer noch auf 29. Dann kann ich jetzt hier hin, ja? Time's End. Das ist bestimmt da, wo ich hin. Hallo, kannst du mal wieder runter? Dankeschön. Time's End klingt nett. Finale. Okay. Was zum Teufel hat sie gemacht, Mann? Nummer 153. Mein Gott. Selbst du musst in der Reihe stehen. Hey Kid, how's that soul of yours? Still rattling around in there? Yep. I'd love to know who thinks they're a big enough deal to judge me. So I've taken a few hundred souls. Big deal. Do us all a favor, Kid. Go check out who thinks they're better than us and hit them. I don't usually advocate that kind of thing, but this is pretty authoritarian. Sure, all klar. Was mit euch? Fellow alleged criminal, there are very many of us. What you are not likely to be judged, make anxious, sweat your soul. Arme Mafia. Ich mag die Mafia-Typen. We are all here for crimes. Allegedly. What alleged crime did you commit, fellow criminal? What legal term would you use to describe your crime? Legal term. Vulva. I see. So, this is the face of... Herrlich. Conductor! You're here too, lass? What is this place? I've never broken a law in my life! Oh, whoever they are, I'm not gonna be judged by some mustached, hatless, head-wearing statue posing castle dwelling ticket given picnic. Ohne Scheiß, ich habe so das Bedürfnis, Picnic meinen neuen Subsound zu machen. Der ist einfach gut. What? Being spooky? Whoa. Crime. Okay, wer will hier aufs Maul? Das wollte ich nicht. Es gibt so viele gute Sounds in diesem Spiel, das ist ridiculous. Mm-hmm.
Oh, dafür bräuchte ich eine Kirche. Warum ich die hier kriegen soll. Hm, whatever. Direkt links kann man out of bounds können die ganze Map skippen. Ich will aber nicht gerade die Map skippen. Wann anders mal, aber gerade nicht. Gerade möchte ich das ganze actually spielen. Unfassbar, ich weiß. Entschuldigung, machen wir solche Plattform-Passagen, nämlich extrem fun. Und davon hatten wir meiner Meinung nach zwar genug bisher in dem Game, aber definitiv zu wenig. Gib mir meine Scheißmaske wieder, du Drecksfucking. Ohne Witz. Wirklich? Wirklich? Fucking piece of shit, ey. Son of a dingus. Diese scheiß Katzen, ne? Ich hab echt nichts dagegen, dass sie dir deine Pons klauen können, aber... Dass sie dir deine Masken klauen, ist halt straight ridiculous. Warum soll ich meinen Steps watchen? Bop, bop, bop. Oh mein Gott, du siehst halt nix. Dankeschön. War doch gar nicht so schwer. Old man for like 2 days straight that one time. He did not. Okay. Oh wow, what a touching story. Just kidding. Bad guy next. Was? Okay. Cool. Dann verprügeln wir hier doch mal shit. I said next. Hi. Oh, it's you. Yeah. You've been kinda a selfish little pest, but you haven't actually stood in my way. You get to go on. You're a good guy, I guess. Go on! You get to live! Next! Bitch. Excuse me! The
Das sind meine Timepieces, Bitch. Don't you dare get anywhere near me. I don't think you quite understand who's in charge, little missy. You know, I was willing to forgive you. I once thought we were gonna be best buds, but nope. You turned out to be rotten and selfish. Save the planet from bad guys. Psh, who needs that, am I right? So schlimm ist die Mafia gar nicht. Look at all I've done without you. I've restored justice. I am the justice. No more bad guys. Ever. I don't need you. This planet doesn't need you. Nobody will miss you and nobody will care. Was ist fertig? You are the bad guy. And I'll show you how this justice system deals with bad guys. Warum habe ich das Gefühl, ich beschwöre gleich Personas und es kommt fucking Persona 5 Musik? What? Bitch, du cheatest. Okay, ich kann einfach immer Homing machen, I see. You never see it coming. Total. Bitte sag mir, ich kann den Scheiß jetzt wenigstens skippen. Gedrückt halten, okay. Excuse me! Don't you dare get anywhere. You know, I don't. You! Wie soll man dem denn ausweichen? Sag mal, Bitch, du bist einfach nur Dirty Chief. Ich hab's verstanden. Och man, warum musst du denn einfach nur Dirty Chief sein? Das ist ja nervig. Warum muss ich nochmal einen Doppelsprung machen, bevor ich Homing-Attacks machen kann? Stupid. Oh, come on, Alter. Ist das dumm! And get lost. What? Mustached girl is not welcome here. Mafia say get lost. Oh shit. That's right. Get lost. No one wants you here. Isn't that right, big lad? This alternate reality stinks. Get lost. Fucking Groove-Pinguine.
Niemand mag dich. But I'm fixing everything. No more bad guys. Why can't you see that I'm doing this for all of us? Was ihr sagt. How can you stand behind these people? They're crooks, criminals, and you're helping them. Schatz, ich vermute, das ist der Endboss. This ends now. Was? Yeah, Disco Bitch. Bitte, Bitch, ich spiele FF, dagegen ist das gar nichts. Frames, jetzt sag nicht, das laggt. Naja, höchstens Bitrate, weil wirklich droppen tue ich nichts. Das ist wahrscheinlich einfach nur Bitrate. You got it, lad. Let's give her something she can jab at that little red nuisance, so she'll get lost. Let's roll. Little girl. Ja, das ist einfach Bitrate. Da kann ich nichts dran ändern. Das ist einfach. Krass am Leuchten, ja. Unterschreib nicht! It's a fucking trap! Enough? Wovon? Nein! Nein! Oh, when Mafia explode, Mafia drop bombs. This gives Mafia an idea. Little Hat Girl need help to turn back time. If Mafia explode, Little Hat Girl get useful pawns. Mafia has to explode to save world. What? Plan is crazy. Hello, Mafia. No worry. If little girl succeed, Mafia come back when time rewinds. Now, punch me with all your might, fellow Mafia!
No hesitation. Oh mein Gott. Red Hooded Girl. Get lost. Hat Girl here. Take these. Aww. Those Mafia lads. So foolishly brave. But eh, what's the point of living if I ain't got me train anyway? All right, DJ Grooves. The two of us are gonna help this little hot lass. Get ready for a mean punch. And you aim for my face. That's my weak spot. This angry red lass needs to get lost! Die sind alle so süß. No. Fucking stealth shit Katzen. What is this? If everyone disappears but me, then I'd be all alone. Bad guys, stop it! No, you're the bad guy. Get lost! We don't need a hero. Get lost! Get lost! My powers are disappearing? Oh cool, ich bin schlichtweg unsterblich. Oh nevermind, ich bin gehittet worden. Ja, nevermind. Ich krieg die ganze Zeit Heilung. Aber es ist so viel Shit auf dem Screen, ihr seht wahrscheinlich eh nichts. I'm sorry. Jetzt seht ihr wieder was. Ein ganzes Bündel Timepieces. Hüppa. Das zählt übrigens als ein Piece. Just for the lulz. You may not be able to make it all the way home. Ja, sure. Wir sind ja kein Arsch. What the fuck? Kranzt irgendwas. What the fuck? Don't leave us. Oh. Wie wär's mit Nein? Oh, don't you dare leave, lass!
Oh. Let's watch our movie, darling. Also wegen dem Kontakt würde ich bleiben. She's like, fuck the shit, geh weg. Bin nach Hause, kein Bock auf den Scheiß hier. Ja. Oh. Cute little alien girl with head. No. That's cute. That's cute. That's really, really cute. Damn, dieses Spiel war so gut. Goddammit. Das Game ist viel zu laut gerade. Kann ich das gerade leiser stellen? Danke. Hallo? Habe ich das nicht gerade leiser gestellt? Game is like, I don't care. Okay. Fucking hate in time. Wow, was zum Geier war das? Okay. Wunderschönes Spiel. Wunderfucking schönes Spiel, bin ich ganz ehrlich. Im Gegensatz zu Yooka-Laylee habe ich es sogar fertig gespielt, weil Yooka-Laylee fand ich... Wisst ihr, was, glaube ich, das Problem einfach ist? Ich würde jederzeit dieses Spiel Yooka-Laylee quasi vorziehen. Einfach weil dieses Spiel hier einen gewissen Charme hat. Weiß ich nicht, das Game hier hat einen gewissen Charme und Yooka-Laylee ist einfach so... Weiß ich nicht. Yooka-Laylee hat keinen Witz. Meiner Meinung nach. Und den Witz, den das Spiel hat, ist so richtig blöd erzwungen irgendwie. Ich würde auf jeden Fall das Game hier grundsätzlich empfehlen. Definitiv. Besonders, ich meine, wie viel habe ich jetzt? Ich habe 30 Timepieces. Das heißt, im Grunde genommen fehlen mir noch 20. Puh. Es gibt nur 40. Oh, es gibt nur 40. Ja, die mache ich dann offscreen. Vielleicht mache ich irgendwann mal einen Stream, wo ich mir die ganzen Workshop-Level angucke. Weil ich habe gesehen, Alter, das sind nicht wenig. Oh, sehen wir jetzt die ganzen fucking Bäcker? Ich weiß gar nicht, ob mein Name müsste da in der Theorie mit drin stehen. Irgendwo. Maybe. Weird shit. Es gibt nur 40. Fängst du nicht mit 50 an am Anfang des Spiels? Sind echt nur 40? Das ist crazy. Ich glaube nicht mehr, dass das alle Bäcker sind. Ich glaube, das ist einfach nur Leute, die mitgearbeitet haben. Cross, holy shit. The end. Aww. Zu cool. So cool. Kann ich aufstehen? Irgendwas? Ich meine, ich kann zurück zum Main Hub, aber das will ich nicht. Das wäre mir dumm. Oh, du fängst einfach wieder komplett von vorne an. Alter, ich sehe jetzt erst.
dass ich ja hier das Profilbild habe von dem, was ich gemalt habe. Das ist so gut. Oh mein Gott, warum ist das so gut? Ja, coole Sache. Cooler Shit. Das ist so nice, aber fängst du echt mit... Ich bin der Meinung, du hast mit 50 angefangen. Ich will das jetzt eben in der Intro-Sequenz nochmal gucken. Ich bin der Meinung, du startest das Game und auf dem Ding steht 50. Sei froh, dass du ein Bild hast. Ja, warum soll ich denn kein Bild haben? Warum soll ich denn kein Bild haben? Du hast kein Bild, dein Char rennt da vorweg. Ich bin da auch vorweggerannt und? Das sind echt 40 nur. Holy shit. Wieso hatte ich denn 50 im Gedächtnis? Das ist krass. Ja, dann fehlen mir ja echt nur noch 10. Ja, aber ich glaube, die 10 sind ein bisschen grindy und gefarmer und Besucher. Plus, wenn ich dann auch noch das Jahren haben will. RB für Delete, okay. Wirklich? Das ist der Delete-Sound? Der ist gut, okay. Cool. Die File werde ich definitiv privat 100% und dann schauen wir mal weiter. So, das Ding ist, eigentlich wollte ich jetzt mit meiner Freundin Forest spielen, aber die ist ja ungeduldig. Von daher kommt, macht jetzt mal eben.